Alle YouTubes. In den letzten Videos von Fanatec oder bezüglich der Fanatec-Thematik haben doch ein paar mehr Leute ja die Frage gestellt, was sie sich denn alternativ jetzt zu Fanatec kaufen können bzw. sollen, weil sie Angst haben davor, dort einzukaufen, was berechtigt ist. Aber falls ihr euch doch entschließen solltet, dort einzukaufen bei Fanatec, dann schaut einfach, dass ihr mit Käuferschutz einkauft, dass ihr euer Geld jederzeit wieder zurückholen könnt, falls die Ware nicht kommt oder da irgendwelche anderen Probleme sind. Kommen wir aber mal ganz kurz zu den Alternativen, weil sich momentan sehr viel auf diesem Markt bewegt hat oder zumindest bewegt, und vielleicht hilft euch das mal über den Tellerrand zu gucken und findet dort auch ein Zuhause. Ich möchte extra nochmal dazu sagen, an alle Konsolenspieler da draußen, und diese Frage wird mir auch relativ häufig gestellt, ob ich mal was zu Konsolen sagen kann oder ob es Alternativen zu Konsolen gibt. Es gibt leider keine wirklichen Alternativen, die ihr euch dort kaufen könnt. Ihr habt die Möglichkeit, auf der Konsole Thrustmaster zu fahren oder Logitech. Und dann hört's auf. Also wir haben bei Moser, hätten wir jetzt noch die Möglichkeit, eine R3 zu kaufen. Aber das, was ihr jetzt gewohnt seid von Fanatec an Qualität und, sage ich mal, Stärke des Force Feedbacks von den Wheelbases, werdet ihr woanders nicht finden können. Denn bei Thrustmaster sind die Wheelbases schon relativ alt. Die neueste Wheelbase ist okay-ish. Aber auch nur okayisch, also da würde ich selber auch sagen, kann man Fanatec jetzt an der Stelle vorziehen, und bei Logitech dazu kann ich nicht wirklich was sagen, weil ich das noch nicht in der Hand hatte und ich auch selber nicht wirklich Konsole fahre, deswegen kann ich euch zur Konsole nicht wirklich viel sagen, außer dass man eventuell solche Adapter oder Emulatoren nutzen könnte, dass eure Geräte an der PlayStation oder an der Xbox funktionieren, was aber auch nicht den vollen Funktionsumfang gibt. Also an der Stelle kann ich euch auch nur verweisen, dass ihr vielleicht mal bei anderen Content-Creatern vorbeiguckt, die dort sich ein bisschen mehr spezialisieren auf der Konsole, und vielleicht haben die für euch noch eine Alternative. Wir gucken uns jetzt aber mal ganz kurz drei Hersteller an, die mittlerweile ein Ökosystem anbieten. Ich habe jetzt extra mir Gedanken darüber gemacht, was ich euch als Alternative vorschlagen kann. Ich denke, Menschen, die jetzt von Fanatec kommen, sind es gewohnt, ein Ökosystem zu haben, wo alles drin ist, was sie brauchen, wo die Pedale, die Wheelbase als auch das Wheel zusammenpassen und ihr dort sozusagen einen Baukasten kaufen könnt. Darüber hinaus gibt es natürlich auch die Möglichkeit, ganz viele andere Sachen zu kombinieren. Aber damit möchte ich euch jetzt an der Stelle erstmal noch nicht überfordern. Dazu gibt es auch Videos auf dem Kanal, die findet ihr auf der Homepage. Wenn ihr bei Buyer's Guide reinguckt, da habe ich auch ein paar Sachen zusammengestellt. Und momentan ist es so, es gab da eine sehr interessante Entwicklung. Denn Moser hat vor kurzem, es müsste sogar letzte Woche gewesen sein, ihre Preise gedroppt. Wir können jetzt einfach mal bei Moser auf die R9 gucken. Und die R9 ist mittlerweile auf einem preislichen Niveau, was sehr schön ist. Denn wenn wir jetzt hier mal drauf drücken und uns den Preis anschauen, können wir feststellen, dass der Preis für die R9 V2 auf 439 € gedroppt ist. Die R9, muss man dazu sagen, ist jetzt nicht auf dem preislichen Niveau wie die CSLDD. Die CSLDD kommt für 3,99 € in der 5-Newtonmeter-Variante, aber ihr habt hier auch, wenn ihr euch die Bundles kauft, kommt ihr für einen sehr, sehr guten Taler bei weg durch den Drop der Preise der Wheelbase. Also hast du jetzt hier schon 9 Newtonmeter, wo du nichts extra für kaufen musst, also kein extra Netzteil oder sonstiges dergleichen, kommst du für 439 € für 9 Newtonmeter bei weg. Wenn du dir jetzt mal den Drop von der R12 anschaust, der ist nämlich auch gar nicht mal so gering, wirst du für unter 500 € eine Wheelbase kriegen mit 12 Newtonmeter. Da wurde der Preis nämlich auch angepasst. Hallo Leute, nochmal ganz kleiner Einwurf, weil wir eben gerade bei den Moser-Preisen waren und ich einfach nur regulär auf der Homepage war. Es gab eine Preisanpassung, von der wusste ich auch, aber die ist scheinbar auf der Internetseite, also auf der regulären Internetseite, ist sie noch nicht drauf. Also wie ihr sehen könnt, am 15. August 2024 wurden die Preise angepasst von der R12. Die ist von $589 auf $499 gefallen. Das heißt, sie wird in Zukunft unter 500 € kosten für eine 12 Newtonmeter Wheelbase. Ich werde euch mal diesen Newsartikel mit unten verlinken, da könnt ihr mal durchgehen und durchgucken, was es für Preisanpassungen gegeben hat. Und diese Preisanpassungen sind global. Es gibt auch eine Preisanpassung auf der R9 und auch auf der R5, wie wir schon auf der Homepage gesehen haben, aber hier könnt ihr euch das
diesbezüglich nochmal durchlesen und jetzt weiter mit Vergangenheitsmusik. Diese Preise machen sich jetzt auch in den Bundles bemerkbar. Wenn du jetzt dir beispielsweise das R9-Bundle hier an der Stelle anguckst, die sind jetzt hier deklariert in Dollar, aber du bist halt bei einem R5-Bundle für 459 Euro, was schon sehr nah rankommt an das Bundle von, also Dollar, Entschuldigung, das ist schon sehr nah dran an dem Bundle von der CSLDD. Und wenn du dir jetzt mal das Bundle anschaust um die R9 mit dem KS-Wheel, bist du halt mit einem sehr, sehr guten Wheel, also was qualitativ, würde ich sagen, noch ein ganz kleines Müh über dem McLaren Wheel ist, bist du bei $659 und du findest das auch in den anderen Stores, weil der Preis wird global angeboten. Das heißt, wenn du jetzt bei Partnern guckst von Moser, sind dort auch vernünftige Preise oder zumindest gute Preise für dich in Bundeln drin und es gibt halt wirklich ein paar Bundles. Also es gibt R9-Bundles mit Pedale, R12-Bundle und auch R5-Bundle. Das hier würde ich sagen, für euch da draußen, kommt dem, was Fanatec euch anbietet, am nächsten. So dass ihr das alles sozusagen zusammen habt in einem Ding. Das kommt bei euch an. Ihr könnt das auspacken. Ihr macht Stick, Stack, Stickedi, Stack, steckt die Kabel zusammen und dann seid ihr fertig an der Stelle. Ich persönlich bin R9, R12 und R5 bin ich gefahren, habe ich zu Hause. Die Wheelbases, also die R9 gerade in der zweiten Version ist besser geworden im Gegensatz zu der ersten. Die hatte so ein bisschen seine Schwierigkeiten. Also das wäre auf jeden Fall an der Stelle eine Alternative im Ökosystem. Wenn wir jetzt mal ein bisschen, ja ich sag mal, preisiger unterwegs sind, können wir uns bei SimMagic umgucken. SimMagic hat die Möglichkeit, auch alles zu kombinieren und hat wirklich sehr erfrischende, angenehme Preise. Hier ist es aber so, das müsst ihr euch ein bisschen kombinieren und zusammenklicken. Hier gibt es auch offizielle Partner an der Stelle, die ihr benutzen könnt. Ich nenne meinen eigenen jetzt nicht, weil ich dadurch keinen Vorteil haben will. Sonst sieht das nachher wieder aus, dass ich euch irgendwie auf meine Links werfen will. Das möchte ich nicht, findet ihr alleine. Also möchte ich da nichts weiter zu sagen. Und ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr euch beispielsweise mal die Mini anschaut. Die Mini hat einen sehr angenehmen Preis. Wir klicken hier mal drauf und gehen in den Store und sehen dort keinen Preis. Den finde ich aber für euch jetzt schnell raus. Moment. Also wenn ihr jetzt euch eine SimMagic Mini kaufen wollen würdet, mit 10 Newtonmeter, was wirklich sehr, sehr viel ist und auch sehr ausreichend, können wir auch oben links in der Ecke den Preis sehen, wollte ich gerade sagen. Ich Idiot. Du Genie, Alter. Ah, großartig. Ich habe den gar nicht gesehen. Wer macht denn das da oben in die Ecke rein? Ah. Also falls ihr an der Stelle euch für eine Mini entscheiden solltet, was 10 Newtonmeter wirklich schon eine Menge ist, und auch von der Verarbeitung und Qualität her SimMagic definitiv abliefert und mit, würde ich sagen, eine der schönsten Wheelbases hat und angenehmsten Quick-Release-System, bist du bei 539 USD. Da bist du knapp bei über 500 Euro, bist du dabei, wenn du die jetzt offiziell in einem Store kaufen möchtest und du hättest jetzt theoretisch auch noch die Möglichkeit, die Alpha und die Alpha Ultimate zu kaufen. Bei der Ultimate bist du bei $769, was so ungefähr 700, irgendwas in der 40 Euro sind und die Ultimate bist du bei 1029. Da bist du dann auch knapp über 1000 Euro. So, jetzt kommt aber der Kracher an der ganzen Sache. SimMagic hat sehr, sehr viele schöne Wheels für einen angenehmen Preis. Mein persönlicher Favorit ist immer das GT4 Steering Wheel. Das kommt 500 Euro. Da ist natürlich nichts dran, ne? Muss man gleich dazu sagen. Ist super simpel gehalten. Hat aber Spitzenqualität, liegt super in der Hand und kostet dich einen schmalen Taler. Der Preis-Banger aktuell ist das GT Neo. Das GT Neo kriegst du für 289 Euro. Also das haut genau in die Kerbe rein von dem McLaren Wheel, wie ihr das jetzt von beispielsweise Fanatec kennt. Ist eine Möglichkeit, kannst du dir, also dieses Wheel kannst du auch nehmen, auf die Wheelbase raufdonnern und fertig ist der Bums. Das Schöne an den Pedalen ist, wenn wir jetzt P1000 nehmen oder P2000 nehmen, P1000 bist du bei, im Zweierpack bist du bei 485 Euro ungefähr unterwegs. Man muss dazu sagen, das hier ist mehr oder weniger das Mittelklasse-Segment. Ne? Also wir können jetzt nicht sagen, dass wir hier auf dem Niveau der CSLDD sind, weil wenn wir uns das ganze Paket jetzt so kaufen würden, wären wir bei über 1000 Euro. Und das wäre noch hier das kleinste Paket, was wir jetzt nehmen würden mit der Alpha,
mit dem Neo und mit den Pedalen sind wir bei 1200 Euro auf dem PC und only auf dem PC. Aber hier an der Stelle für euch da draußen, alles, was ihr von SimMagic kauft, könnt ihr zusammen alles kombinieren und wäre genau so, wie ihr das von Fanatec kennt, in einem Ökosystem. Du hast auch die Möglichkeit, dir an der Stelle noch Sachen extra dazu zu kaufen, wie zum Beispiel den Quick Release und den kannst du auch an jegliche Wheels ranmachen, aber du musst dann ein Kabel da dran schrauben, logischerweise. Also ist jetzt nicht so, als wenn du das rauf machst und dann an die Wheelbase steckst und es geht. Die Möglichkeit gibt es auch, dazu gibt es ein Video von Dan Suzuki auf seinem englischen Kanal. Ich habe das auch auf meinem Kanal, habe ich mir das auch schon mal angeschaut, also die Möglichkeit, das zu bauen, besteht auch. Also haben wir jetzt Moser, wo wir sagen, gut, wir kommen gut unter 1000 Euro, beziehungsweise in die ja, 500er Region. Wir haben SimMagic mit 1000 und über 1000, wenn ihr das möchtet. Und dann ist für mich persönlich auch immer noch ein Favorit. Asetek ist aktuell alles made in Europe, also wird alles in Dänemark gefertigt. Und die haben für euch auch noch Bundles. Und zwar haben die das Forte Bundle, La Prima Bundle und das Invicta Bundle. So, wenn wir uns jetzt mal das La Prima Bundle anschauen. Im La Prima Bundle sind wir für 1500 Euro sind wir dabei. Und da ist alles mit drin. Ein Wheel, eine Wheelbase und die Pedale sind dort enthalten. Ist ein stolzer Preis, muss man dazu sagen. Hat einen sehr guten Preis. Es ist ein Ökosystem. Kannst du alles zusammen tüdern und alles zusammen tüfteln und funktioniert einwandfrei. Habe ich mittlerweile hier auch, also ich habe ein komplettes Asetek Invicta Bundle hier, bin auch sehr lange Invicta Pedale selber gefahren und ist einfach tadellos von der Funktion her und auch die ganze Treiber und Software ist fantastisch und auch die Firma selber hat eine sehr schöne Philosophie als auch einen sehr guten Kundenservice. Wenn wir jetzt weitergehen und uns beispielsweise euch würde jetzt das La Prima Bundle an der Stelle nicht ausreichen und ihr würdet jetzt bei Forte reingehen, das wären 18 Newtonmeter, dann seid ihr bei 2200 Euro und hättet dann eine 18 Newtonmeter Wheelbase plus ein gutes Lenkrad plus die Pedale. Ich sage das extra an der Stelle so für euch, weil ihr als Fanatec-Kunden und ich möchte euch definitiv jetzt nicht absprechen, dass ihr keine Kenntnisse oder Fähigkeiten habt, sondern ich versuche euch das so einfach wie möglich zu machen, Alternativen zu finden. Sprich, Alternativen heißt, ihr seid es gewohnt, in den Shop zu gehen, ihr könnt alles zusammenklickern und wenn ihr bestellt, wisst ihr, dass das alles miteinander funktioniert. Und diese drei Hersteller sind 100% dazu in der Lage, euch genau das zu bieten. Dazu gibt es noch den Hersteller Camus. Aber Camus ist, ich glaube, Camus braucht noch ein bisschen, damit sie an dem Punkt sind, wo ich jetzt sage, okay, kannst du reingehen, kannst dir alles kaufen und funktioniert alles tadellos untereinander. Und mit diesen drei Alternativen auf dem PC hast du halt die Möglichkeit, dich einzudecken, wenn du selber etwas Bedenken hast, aktuell bei Fanatec einzukaufen. An der Stelle nochmal ein Hinweis für dich, falls du dort einkaufen solltest, unbedingt. Mit der Prämisse darauf, dass du dein Geld wieder zurückholen kannst. Über Dienste, die dir es ermöglichen, deinen Käuferschutz in, wie sagt man das denn? Deinen Käuferschutz benutzen zu können. Und damit sage ich ciao, Kakao und wünsche dir weiterhin sehr viel Spaß auf deiner Reise im Simracing. Vielen Dank, dass du dir das angeguckt hast und tschüss.